Wait, Jan hat mich sogar gewatscht. Okay. Oh mein Gott, wir könnten auf Freddys Zeug so... Oh mein... Oh, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen würde. Was wäre mein erster Tweet auf Freddys Account? Okay. Okay, mein erster Tweet auf Freddys Account wäre follow at itskani on Twitter. Wir könnten so viel Scheiße machen. Wir könnten... Oh mein... Okay. Nee, wir müssen uns noch professionell geben. Weil ich wüsste so viele Wang-Up-Tweets für Freddy. Aber ich brauche, Chat, ich bräuchte dann irgendjemanden, der mit Photoshop von euch kundig ist. Ich brauche jemanden, der mir die Bilder, dazu liefert. Der zweite Tweet wäre Rani Feed. Will Haru wirklich Seraphine spielen? Ich wäre down für ein Bard Game. Einfach Tweets auf Noes Account an den Chat versteigern und... Der Daily Topgifter darf einen Tweet auf Freddys Account absetzen. Ich glaube, ich habe wieder einen Infinite Money Glitch gefunden. Boah, die sollten mir den Account wirklich nicht geben. Ich sag's dir, sie sollten ihn mir wirklich nicht geben. Warte, was macht Lazarus momentan? Ach, man braucht jetzt... Warte, was ist er denn? Weil der spielt ja noch seinen Moskito-Bart. Lazarus Hashtag IOW ist er doch, oder? Ja. Also er spielt jetzt wieder Only Guardian, habe ich... Oh, wait, Komet. Okay, er spielt Only Guardian. Warte, ich brauche irgendwo gegen den Mini-Support. Hier, gegen Nautilus zum Beispiel. Ja, da hat er Moskito-Bart gespielt. Mit Boots? Au, mit Alleskönner. Ah, okay, okay, okay. Doch, das machen wir auch. Also Boots und Alleskönner. Und dann Attack Speed, Double Scaling. Okay. Ich wollte gerade sagen, lol, wir haben Haru im Team. Habe ich Duo Kyuya mit ihm. Wieso Moskito? Ich habe keinen Schimmer. Ich bin froh, dass ihr die Frage stellt. Ich weiß auch nicht, warum er das Moskito-Bart nennt. Oh, was ist das denn? Okay, wait, den kenne ich noch gar nicht. Okay, mit dem Twist habe ich... Wait, wo war der Drop? Okay, das habe ich mir jetzt irgendwie cooler vorgestellt, bin ich ehrlich, nach dem Intro. Schon nicht bad, aber ich habe mehr erwartet. Junge, Shokinator, du kleine Snitch. Shokinator hat instant snitched und den Link gepostet. Wait, what? Wait, what? Und so nebenbei würde ich jeden Tag einmal was gegen Itskani posten. Folgt mir nicht mal. Random. Vote for Kani. Das Volk will es! Snitches get stitches. Hau den mal ein bisschen länger weg. Gib dem mal so 7.500 Sekunden oder so. Das ist wirklich komplett assi. Ja, ist echt so. Ist echt so, Music. Maybe Dragon War, maybe. Der Smolder hat auch Cleanse dabei.
Für was? Ah, maybe. Ah, okay, wait, da war sie nicht sicher. Da dachte, es ist maybe gegen Varus Botlane. Okay, wait. Du hast Chukinator gerade einen Timeout für 537.169 Sekunden gedrückt. Okay, ich brauche kurz den Umrechner. Wie viele Tage sind es? Wait, aber warte mal. Was ist die Build Order? Er geht Drive? Aber du hast doch 0 HP dann. Ray! Apropos Mosquito. Keine Ahnung. Hallo, Ray. Grüße, Fam. Ich hoffe, ihr hattet wie immer einen ganz fantastischen Tag. Ich hoffe, die Games liefen gut. Galligrü, Fam. Es sind 6,2 Tage. Ah, das geht ja sogar. Ein Mosquito braucht keinen HP, weil er nie getroffen wird. Also machen wir das jetzt. Drive into Merc. Also Drive Boots Frozen Heart ginge in dem Game. Frozen Heart sieht actually in dem Game auch nicht schlecht aus. Actually sieht Frozen Heart hier crazy gut aus. Also Drive Frozen Heart into X. Ich kann mir das nicht gut vor. Also ich wirklich. Du bist einfach One-Shot. Aber ist okay. Wir tun's. Wenn unser Daddy Lazarus das sagt, dann machen wir das auch. Du brauchst den Check of. Ah, du hast recht. Du brauchst den Check of All Trades. Brauchen wir die AP. Ja, gut, aber die AP würdest du immer. Ja, nee, wir machen das. Wait, das ist sogar ein Suggested Item. Da ist auch ein Kindle Gem drin. So schlimm ist es gar nicht. Wo ist denn die Alte? Okay, jetzt ist sie demounted. Ich glaube, ich hätte legit gar nicht warden müssen. Ich hätte einfach, wir hätten einfach über der Welt spielen können, hätte ich mir mein Ward jetzt gespart. Weil es ist nicht so, als hätten wir jetzt sonderlich viel Schaden gemacht dafür. Und jetzt habe ich nämlich für den Busch kein Ward. Aber wir haben jetzt die Wave. Ich kann, glaube ich, einfach facechecken. Ja, ich bin auf Level 2. Ja, solche Qs sollte man eigentlich nicht werfen. Chilliger Poke. Oh, als ob da jetzt mein Chime spawnt. Egal. Easy. Bruder, mein Bruder, ich bin bei dir beim Invade. Wait, Ray, danke für die 100 Bits. Wo hast du die denn schon wieder her? Ray, bist du etwa doch ein Bitkäufer? So viele Umfragen kann es gar nicht geben auf Twitch. Warum kriege ich die nie? Das Wichtigste ist, dass wir einfach nur Prio halten. Der Invade macht hier keinen Sinn. Die Camps sind hier gar nicht ab. Ray kauft Bits, ich glaube auch. Ich glaube, er exposed sich langsam selbst. So viele Umfragen gibt es gar nicht. Und wenn doch, verstehe ich nicht, warum ich diese Umfragen nie bekomme. Hab ich hier 100... Wait, warum habe ich gar keine Alerts? Gab es dafür mal Alerts? Ich glaube, es gab nie welche, oder? Dankeschön, Nika. Scheiße. Ja, ich hab getrollt. Ich dachte, die Q kann ich sei selber mit TKW. Wir standen einfach zu weit vorne. Ich inte momentan jede einzelne Lane. Es ist disgusting. Und wir haben den Journey auch nicht schnell genug bekommen. My bad. Aber es ist ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich glaube auch nicht, dass Smolder gegen unser Team groß später was machen kann. Schon, ist okay.
Müssen wir ein bisschen mehr respekten. Ja gut, er hat geflasht für ein 1-for-1. Eigentlich sollte die Rail hier entlang laufen gleich. Ja, da ist sie. Red ist leider warded. Aber immerhin wissen wir, dass er warded ist. Alter, Leute, könnt ihr bitte aufhören? Wieso? Ja. Okay, jetzt fein. Nein, ich reg mich nicht drüber auf. Danke für euer Geld, ihr Loser. So, jetzt müssen wir aufpassen. Checko Spotside. Die werden wahrscheinlich Dragon machen auf der Wave. Ich hab nie, wir sind Botlane nicht diveable, die werden einfach Drake machen. Gut. Machen gar keinen Dragon. Oh, können wir das noch countern? Er lebt. Das ist der echte. Ja, der hat die, oder? Das ist ein scheiß Shaco. Also ich dachte ehrlich gesagt, die nehmen alle den Journey. Also was hat dagegen gesprochen, den Journey zu nehmen? Question mark. Ich bin gerade nur die moralische und mentale Unterstützung. Ja, okay, das Game ist eh over. Der Warwick ist einfach nur am hinten. Die Rail. Mana. Hab ich die Camps alle bekommen? Lalalala. Was gab's? Hat bevorzugt Lati irgendwie eins von, also welches von diesen Cosmic Build Items? Ah, er geht Aether Wisp first, okay. Ah, Movement Speed, I guess. So, Minute 12 kriegen wir unsere Birds. Ja, im besten Fall hätten wir da irgendwo mal eine Kill Participation bekommen, damit wir die Boots nicht erst so spät bekommen. Ich würde ehrlich gesagt gleich wieder nach oben parfen, weil unten ist halt komplett Wumpe, was passiert. Die scalen einfach beide nur vor sich hin. Da oben sind jetzt auch meine ganzen Chimonen. Oh, ich dachte, er ultet. Kann unten gedived werden. Nee, dann bleiben wir hier. Doch? Nee.
Ich habe halt keine Gnade. Was ist das für eine Q? Hallo! Ist der reingegangen? Ah! Was sind das für eine für Qs? Ich fett Mogli. Hi, Adrius. Wann spiele ich Kanye wieder Morgana? Wenn sie reworked wurde, spiele ich mal wieder Morgana. Und davor will ich nichts von euch hören. Das böse M-Wort wird in diesem Stream nicht ausgesprochen. Da sind unsere Boots, let's go. Was sagen die neuen Patch Notes? Passiert auf Support eigentlich nichts. Lulu wird gebufft. Lulu wird sehr strong, glaube ich, auf dem nächsten Patch sein. Irgendwas was noch. Leona wird genervt. Die verliert irgendwie ein bisschen Armor. Aber all in all passiert echt nicht viel. Ich habe auch Ignite. Wir können den easy zu zweit töten. Oh, das macht der Ude actually so gut. Das war so gut gemacht vom Udia, ihn einfach zu kiten, dass er sich nicht wirklich heilen kann. Sterben wir Mitte gerade? Ah, wir sind Mitte schon gestorben. Ach, das ist der Toplaner. Aber warum startet der Udyr denn die scheiß Goobies? Und warum... Okay, Kaiser hat geflasht. My bad. Es war wieder... Bisschen entspannter spielen. Wir dürfen niemals diesen Journey da nehmen. Ja, der Small... Ach Gott, jetzt haben sie vier Goobies. Der Smaller wird ja wirklich ein Problem. Aber es ist fein, am I right? Wir reden uns ein, es ist fein. Er pusht halt ab, ohne irgendwo Vision zu haben. Mein Seraphine scaled auch sehr gut. Right? Ist tot. What are we doing? Das ist so bad. Bitte lauf, die kommen jetzt alle. Na, but wir werfen das ganze Game weg gerade. Ah, das Game ist over. Es ist leider
Sheiko macht komplett 1v1 und unsere Invades sind so bad. Okay, Drive ist fertig, though. Okay, Dragon in 50, es ist okay. Die Gegner haben jetzt arsch viele Bounties, die wir jetzt alle collecten können. Das passt schon, das passt schon. Und es ist legit, es ist diese scheiß AP-Kaiser. Das dauert noch ewig, bis sie wirklich useful wird mit dem Gold. Ist alles okay, alles im Rahmen. Ist ein bisschen annoying, dass wir jetzt so viel von unserem Lead weggeworfen haben. Wir müssen auch definitiv Anti-Heal kaufen in dem Game, irgendjemand. Und wir haben 2 Ignites, aber das wird, glaube ich, nicht reichen. Schönes Ding von Varus. Oh, ich hab ihn getroffen. Wir haben, wie viele Türme haben wir dafür gerade verloren? 3? Scheiße. War schon teuer, aber wir haben den Dragon, I guess. Und wir haben auch 2 Türme bekommen. Und den dicken Shutdown auf Sheiko. Ich glaube, alles in allem war das schon besser für uns, aber die haben trotzdem auch ordentlich was gekriegt. Ja, wir sind chime-technisch sind wir auch ganz okay dabei. Sind gerade alle in Topside drinnen. Die sollten auf uns warten, bevor die Mitte abwalken. Hat die Rail Flash? Nein. Smolder hat 170 Stacks. Das ist ziemlich gut, aber jetzt nichts Utopisches. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach auf die nächste Midlanewave und fischen für Ult. Meinungen? Das sieht gut aus. Ja. Es war wirklich gar nicht gut. Der Udyr ist so fucking pisse, es ist crazy. Kaiser hat geflasht. Wir haben halt
Ah, actually bauen wir sogar DPS-Varus. Ich glaube, das wird schon. Ich glaube legit, das wird. Ich glaube, dass wir später zu viel Damage haben werden für die Gegner, right? Zumindest rede ich mir das jetzt einfach mal ein. Warum kaufen gerade alle Cosmic? Ich weiß es nicht. Ich baue auch nur das, was Lazarus baut, ohne nachzudenken. Oh, so close. Schade. Insane ist er dafür ult. Ja, unser On-Hit-Varus wäre halt geil, den zu machen und nicht Bart und Seraphine. Schön, sehr schön, sehr schön. Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht, dass die Soul so viel machen wird in dem Game, aber haben oder nicht haben, am I right? Für den Udi ist es wohl ganz geil, dass er tankier wird. So, wir gehen jetzt Frozen Heart und danach gehen wir Anti-Heal. Die Frage ist nur, also das beste Anti-Heal auf... Ja, wir legen uns einfach ein... Das AP, kleine AP Anti-Heal-Item ins Inventory. Und dann bauen wir HP, würde ich sagen. Okay, wir sehen Shaco, wir sehen Warwick, wir sehen Kaiser. Rell hat keinen Flash. Ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass wir den hier machen sollten. Die haben auch keine Vision. Ist einfach free. Big. Ach, das ist aber nett vom Shaco. Hä? Hat der geintet? Der hat ihn gegrieft. Der stellt eine Puppe auf den Smolder, damit ich ihn danach stunnen kann. I guess, danke, Bro. Aber ja, die Kaiser war halt sehr strong. Die Kaiser stand... Ich tank Tower. Die Kaiser stand halt 2-0 im Early Game, aber der Kaiser-Item-Build ist halt komplett useless. Bis zum dritten Item. Also der Build macht halt wirklich gar nichts, bis du drei Items hast. Und dann pokst du halt. Ja, ich glaube, Varus ist tot hier, oder? Der wird da nicht mehr wegkommen. Ah, oh, das ist Jason gar nicht. Perfekt. Deswegen war das gar nicht so schlimm, dass sie Early Kills bekommen hat, weil sie mit dem Gold halt nicht wirklich was macht. Im ersten Moment. Die Travel Time von der Ult ist viel zu hoch. Die hätte ihn niemals erreicht. In Time.
Hab den Shaco gesehen. Der Heal ist actually strong mit so viel AP von Drive. Der Heal von der W macht actually was mit den ganzen AP von Cosmic Drive. Vor allem so ab, jetzt haben wir gleich unseren 50. Chime. Jetzt machen wir wirklich fetten Damage. Dragon ist das nächste Objective, ist sogar Soul. So, und jetzt will ich einfach nur noch HP stacken, oder? Jack of all trades sollten wir schon... Oh, nee, warte, welcher Stat fehlt mir noch? Ich habe noch kein AD. Welcher Stat fehlt mir noch? Wird das angezeigt? Scheiße, mir fehlt noch eine Stat-Gruppe. AD habe ich keinen. Magic Resist habe... Ah, deswegen muss man Mercs kaufen. Ich habe keine Mercs gekauft, deswegen habe ich es noch nicht ausgelöst auf der 10er Stufe. Ich habe keine MR. Okay, ich habe getrollt. Wir brauchen entweder AD oder Magic Resist. Die könnte es nicht so alles hier nicht mehr. Ich gehe Base und hole mir Magic Resist. Also Magic Resist zu kaufen, sackt halt, wenn der einzige Magic Damage Quelle die Kaiser ist. Deswegen gehen wir jetzt einen Dagger. Das sollte doch auch helfen. Genau, jetzt habe ich's. So, und was kriege ich jetzt dafür? One Ability ist, dass ich jetzt noch mehr Haste bekomme. Ich glaube, wir gehen jetzt. Ich gehe jetzt Witzend als nächstes noch. Mit dem Dagger. Weil es gibt auch nochmal Tenacity. Meinungen? Ich glaube, ist geil. Ah, ich glaube, ich fühle gerade was in meiner Blutbahn. Und ich glaube, das ist das Gefühl, das man hat, wenn man kurz davor ist, 20 Bard Games zu spammen. Kennt ihr das Gefühl? Rell hat keinen Flash für Next Fight. Also ist es noch nicht. Wir halten Vision Topside, weil Nash in einer Minute auch kommt. Wir haben Shaco gerade Botside gesehen, das heißt, wir können hier jetzt ein bisschen Reckless reinmoven. Perfekt, Udyr. Der Udyr ist so ein Hinter, das ist crazy. Seraphine gebased und er denkt sich... Aber was tun wir gerade? Komm her! Ha. Wie baut man Witzend? Die sollen tatsächlich, die waren gerade alle Bots, ich glaube, die haben bei Nash nicht mal Vision. Haben wir TP? Ach ne, wir spielen gänzlich ohne TPs. Oh, geil. Richtig gut von Varus. Der ist hier raus, disengaged. Hä? Oh!
Dumme Dinge wurden getan. Aber manchmal muss man auch dumme Dinge machen. Rell hat Flash. Ist actually so scary. Ja, das Game zieht sich jetzt doch unnötig lange. Und, Smolder. Und der Kaiserbell, jetzt ist er useful. Jetzt macht die Kaiserbell Action Medium Double, ist krass viel Damage. Ja, Anti-Heal. Aber ich war ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob Anti-Heal so wichtig ist. Ich ignite einfach den Warwick und der Rest passt schon, oder? Boah, der Damage, aber hat leider den falschen gekillt. Scheiße, das Game ist jetzt actually wieder losable. Der Smolder stackt halt wie ein Weltmeister die ganze Zeit. Wenn wir es nicht schaffen, das Game zu finishen. Und ich habe actually keinen Pinkwall-Slot. Ich meine, ich stacke auch, aber ich bin kein Smolder. Wir sollten nicht 4 gegen 5 halten. Ja, wir haben eigentlich haben wir mit Varus Ult, Bart Ult, Seraphine Ult genug Pools zu turnen. Ja, wir enden hier. Das ist Game. Das ist Elder Dragon für die. Schade. Kaiser hat W gemisst. Scheiße, dass wir da nicht mehr kriegen. Warum lässt der rein? Ah, den bekommen. Ah, wir kriegen den, wir kriegen den, wir kriegen den. Oh! Der wollte mich nicht mal... Ah, GG's. Ja, jetzt ist Smolder einfach ein Smolder, ne? Deren komplettes Team spielt so Dogshit. Ah, oh, da hat er einen aufgespielt, der erst so. Da hat er einen aufgespielt. Alles fein, immer noch winnable, immer noch winnable. Aber warum rennen wir jetzt nicht Mitte runter mit zwei Leuten tot? Hat der Smolder gerade geflasht? Das ist eigentlich das einzige Relevante.
Lebt er? Ja, mehr wird's nicht, oder? Nee. Junge, was ist für ein Game? 40 Milliarden Smolder Stacks gleich. Nein! Alter, wie oft wir schon in diesem Game den falschen Dude gehittet haben. Warum sind wir Mitte? Oh mein Gott, das war nicht meine Absicht. Können wir noch? Oh, die Kaiser demolisht uns. Okay, also außer sie macht sowas. Sie hätte legit einfach warten und weiter poken können, by the way. Ich habe ihn wieder getroffen. Nee, boah, das war gar nicht ich, das war bei dir. 3 Sekunden ult. 3 Sekunden ult. Come down. Ich ult ihn gleich. Einfach auf der nächsten Wave ulte ich ihn. Rell hat Flash. Hab ihn. Jetzt dürfte ihn jemand attacken. Wow, wie können wir ihn da nicht töten? Okay, er springt zum Glück neben den Turm. Okay. Gut, I guess wir haben Smaller Flash gezogen mit unserer Ult. Aber tatsächlich, nachdem er in Sonyas ist, sollte er eigentlich sterben. Okay, das war ein Arbeitssieg. Holy shit, das war so ein Arbeitssieg.